5 Smaragde? Hast du jetzt ein neues Angebot für uns? Melonen. Naja. Wie sieht's hier aus? Auch nicht so interessant. Du hast Bücherregale. Lederhosen. Ich glaube, du bist, Ich will jetzt nicht die Smaragde vergeuden, weil ich nicht weiß, wer uns Sättel verkaufen kann. Ich werde jetzt mit euch aber erstmal eine Runde fischen gehen. Angeln haben wir ja genug. So, das können wir da reinpacken. Anstelle der Angel. Die packen wir auch am besten ganz gut weg. Hierhin. Und wir gehen jetzt Fische angeln. Seen haben wir ja genug. Stellen wir uns hier so hin und angeln dann ein bisschen. Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Es ist noch nicht das gute Angeln, wie in der neuesten Version. Ich glaube, das Angeln ist jetzt momentan hier noch ein bisschen schwieriger. Ohne diese Wassertröpfchen, die dann so ankommen. Aber naja. Ist immer so ein Zeitpunkt, wo man sich dann so ein bisschen, wo man so ein bisschen runterkommen kann von den aufregenden Höhlentouren. Ja. Kommt nix. Offensichtlich ist dieser See nicht geeignet. Oh, wir könnten auch mal hier das abholzen. Da ist meine Axt. Dann kann ich euch mal zeigen, wie das hier funktioniert mit der kleinsten Baumfarm der Welt. Die müssen ja hier alle so auf Eck stehen. Dann klicken wir den untersten Stamm an und ich hoffe, die Axt hält das aus. Bam. So funktioniert das. Und die Axt ist jetzt natürlich fast hin. Aber die Art und Weise, wie man das hier dann abernten kann, ist äußerst effektiv. Den machen wir jetzt auch noch weg. Einfach aus Prinzip. Na komm. Und dann können wir auch direkt neue Bäume pflanzen. Setzlinge haben wir ein paar dazu gekriegt. Also immer so, so und da einer hin und da einer hin, da einer hin, da, da, da und hier auch einer hin. Auf Eck muss auch einer. Jetzt habe ich nur noch 2. Naja, da ist schon der erste wieder gewachsen. Nehme ich den von der Ecke und pflanze ihn dahin, dann passt das. Ja, 1,5 Stacks Holz mit einem Schlag, das ist doch okay. Bringen wir in unsere Holzkiste, die wir ja brauchen. Und ich schaue auch mal beim Schmied vorbei. Wie schaut's aus mit unserem Eisen? Das hat sich doch gelohnt. Da. Hab ich Sticks? Nein, habe ich nicht. Ich habe ja gerade mein ganzes Holz weggebracht. Klug wie ich bin. Es ist echt interessant, dass wir hier jetzt so viele Türme haben. Knüpfen wir uns mal diesen Riesenbaum davor. Erst machen wir raus mal eine etwas heilere Axt. So. Ich hoffe, die reicht hierfür. Und dann nehmen wir uns den Baum hier vor. Und weg war er.
und hat sehr viele Setzlinge hinterlassen. So. Okay, das war der Baum. 27 Setzlinge hat der Baum gerade gebracht. Interessant. Pflanzen wir hier mal was Neues hin und ich wollte ja... Ich brauchte ja Holz. Für Sticks. Mache ich noch mehr Sticks. Und behalte das Holz hier. So. Das. Der grobe Versuch ist zu sortieren. Und dann mache ich mir mal neues Werkzeug. Hopp. Denn ich brauche... Wollen wir das jetzt mal durchgehen? Ich brauche eine neue hiervon. Denn die hier ist ja fast kaputt. Dann bräuchte ich auch... auch eine Axt. Das ist durchaus angebracht. Dann geht das nämlich schneller. Ich habe zwar noch Steinäxte. Die werde ich auch aufbrauchen, aber eine Eisenaxt ist schon praktischer. Dann... Ich glaube, ich mache am besten zwei von den Spitzhacken. Braucht man ja immer mal. Und ansonsten kann ich das Eisen wegpacken, würde ich sagen. Nehme ich das mal mit raus. Ach so. Das kann natürlich auch da rein. Äpfel. Davon habe ich noch 52. Die könnte ich doch... Mensch, die könnte ich doch umwandeln. Meine lieben Landwirte, ich verkaufe euch euer Zeug. Feuerzeug. 21. Da. Ja. Oh. Ich glaube, du bist der Schmied. Bist du der Schmied? Ja, ne? Du wandelst Kohle um. Oh. Haus. Wir haben doch so viel Kohle. Und, brauchen sie ja eigentlich nicht wirklich. Moment. Kohle. Wo ist sie denn? Habe ich sie alles zum Schmied gebracht? Okay, Moment. Hol ich sie dann mal weg. Ist hier noch was drin? 3, 6, 2. Aber hier drin war noch was. So. Herr Schmied, laufen Sie nicht weg. Ich habe ein Geschäft mit Ihnen abzuschließen. So, ich habe hier Kohle. Ich habe noch mehr Kohle. Was hast du für mich? Eine Eisenspitzhacke, okay. Die brauche ich aber nicht. Das war enttäuschend. Dann gehen wir mal zurück in unser Haus. Und bringen wir unsere Smaragde weg. Da haben wir jetzt auch 12 schon. Immerhin. Könnte schlimmer sein. Unseren Braustein, den könnten wir auch mal irgendwie aufstellen, glaube ich. Sieht gut aus. Funktioniert offensichtlich auch. Und dann sortieren wir hier mal unsere Klamotten. So.
Kleidung ist hier. Ich pack das jetzt auch mal unter Kleidung. Das ist ja Pferdekleidung. Das ist Kram, den ich fürs Haus brauche. Ich glaube, ich mach mal hier eine Kiste mit Sachen fürs Haus. Das ist fürs Haus. Und das ist fürs Haus. Das wird fürs Haus sein. Was haben wir hier denn noch? Schwert. Dinge, die ich nicht brauche. Schwert. Blumen. Laternen. Fisch. So viele Angeln. Ich glaube, da ist nichts mehr fürs Haus drin. Hier ist aber noch Kleidung. Packen wir mal zusammen. Noch ein Schwert. Schüsseln hatten wir drüben auch. Steinaxt können wir hiermit kombinieren. Das ist auch ein bisschen weg. Ansonsten. So, Kleidung. Kleidung. Was haben wir denn hier? Kettenhose. Kettenhauben. Kettenhemd. Schüsseln. Schwerter. Feuerzeug kann da drin bleiben. Ja. Eigentlich. Ja, so wirklich viel können wir hier nicht mehr machen. Ich will jetzt aber angeln. Und Moment, eins muss ich jetzt mal nachgucken. Wie ich so einen Zaubertisch mache. Zaubertisch. So, Zauber. So, nicht Zauberer. Zaubertisch. Los. Zaubertisch, Minecraft-Wiki. So, ich brauche dafür Bücherregale. Herstellung. Ich brauche dazu 4 Obsidian, Diamanten und ein Buch. Die Obsidian könnte ich mir eigentlich relativ fix besorgen. Diamanten habe ich, das Buch bräuchte ich auch noch. Und das Buch mache ich aus Papier und Leder. Okay, das kriege ich hin, das ist kein Problem. Dann einmal Wasser habe ich. Irgendwo am Rand hier weiß ich ja, dass ein Dings war. Ach, Moment. Okay. Man sollte nichts überstürzen. Um Obsidian abzubauen, brauche ich eine Diamantspitzhacke. Und die muss ich mir erst machen. Also mache ich das jetzt. Bling, bling, bling. So. Jetzt. Irgendwo hier war Lava. Daran erinnere ich mich. Nur wo? Ist da hier Lava gewesen? Nein, das ist Wasser. 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 Weiter, 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 weiter. Lava, da ist es doch. Okay, dann hauen wir mal da Wasser drüber. Und wieder weg. Und wieder Wasser. Wieder weg. Und wieder Wasser. Und wieder weg. Und wieder Wasser. Und wieder weg. So, und jetzt müssen wir lauschen. Sind hier noch Lavageräusche? Ich höre keine mehr. Trotzdem sollten wir uns von der Seite rangraben. So. Dann hier.
Und dann hier. Ah, das sieht gut aus, okay. Dann wollen wir mal Obsidian sammeln.